ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanalinfo. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid, denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben, natürlich. Auch zu Spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und. Auf Twitch natürlich streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ihr mich dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasst. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Heute spielen wir wieder eine Deathrun Map und zwar 1000 Level Deathrun Rainbow. So easy. Kommt noch was? Nein, okay. Also 1000 Level Deathrun Rainbow, so easy. Ich sag's gleich vorneweg, ich werde nur am Anfang und am Ende des Videos reden, zwischendrin. Das nehme ich als Timelapse auf, denn 1000 Level, ich habe die Map schon gespielt, es ist über eine Stunde vergangen und ich möchte kein Stundenvideo hochladen. Was kann ich zur Map sagen? Abwechslungsreich ist sie die ersten 200 Level, danach wiederholt sich alles tatsächlich, nur vielleicht ein bisschen anders aufgebaut und mit anderen Pfeilen und so weiter. Auf jeden Fall wiederholen sich ab Level 200 definitiv alle Pfeilen. Farbenfroh kann ich euch jetzt nicht so wirklich sagen. Es ist ein Weilchen her, als ich die Map gespielt habe. Was ich allerdings noch weiß, es ist so, dass man fürs Laufen XP bekommt. Das rendiert sich bei 1000 Level, rendiert sich das tatsächlich ein bisschen. Was ich allerdings, ihr seht es hier gerade, ich krieg beim Laufen EP, was ich allerdings anmerken muss zum Schluss, dieses Geschenk, was man im VIP-Raum bekommt, was man dann irgendwo abgeben tut, ja, man müsste die Map ein zweites Mal spielen, um dann an diese Bonus-XP zu kommen. Aber ihr seht auch, Hall of Fame ist noch leer. Ich würde sagen, ich fange jetzt hier mit dem Timelapse-Video an. Und dann, wenn wir die Map durch haben, sag ich noch mal was dazu. Also bis gleich.
So, da haben wir das 1000 Level Death Run tatsächlich geschafft. Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist sehr lang. Bunt ist es auf alle Fälle. Aber farbenfroh. Ja, was ist denn hier los? Lol, okay. Farbenfroh ist es. Es ist bunt. Aber ansonsten an sich, die Fallen, ihr habt es mitbekommen, sind nicht abwechslungsreich. Mir haben sehr viele Elemente gefehlt, zum Beispiel bewegliche Elemente, außer diese roten Wände, die sich bewegt haben. Oder diese Bounce-Teile, die sich bewegen, Sachen, die verschwinden, wenn man drauf springt. Das hätte man alles mit einbauen können. Das hätte so viel Abwechslung noch mit reingebracht. Aber anscheinend wollte der Map-Entwickler das nicht. Keine Ahnung warum. Ist mir ganz ehrlich eigentlich auch egal. Also leveltechnisch, wir sind mit Anfang 98 gestartet. Wir haben etwas über 70.000 XP nur durchs Laufen bekommen. Und bei einer 1000 Level-Mod fürs Laufen XP kriegen, das rendiert sich tatsächlich. So, aber was noch? Und zwar jetzt das hier mit dem Geschenk. Das einzige Problem hierbei ist, wir haben kein Geschenk, trotz 1000 Level. So, jetzt passt mal auf. So, das Geschenk gibt nämlich bestimmt, wie man sieht, Secret Room und nochmal extra XP. So, hier kriegen wir jetzt das Geschenk. Das gönnen wir uns jetzt einfach mal. Und zwar können wir uns das tatsächlich dreimal holen. Brauchen wir aber nicht, denn wir kommen hier nirgendwo raus. Wenn ich jetzt hier auf Exit gehe, bin ich hier und muss das ganze Jump'n'Run nochmal neu machen, um das Paket abzugeben. Und das ist richtig scheiße. Wer hat Lust, jetzt nach 1000 Level nochmal 1000 Level zu rennen für den Secret Room, für den VIP Room? Das ist scheiße. Also sorry, aber das muss der Map-Entwickler überarbeiten. Denn ich renne jetzt nicht nochmal 1000 Level, um das Paket abzugeben. Nee, dann soll er lieber dort den Button hinballern, anstatt so eine Paketabgabestation, wo man schön und saftig XP kriegt. Oh ja, zweimal renn noch und dann habe ich mein Level up drinne. So, und das muss er auf jeden Fall überarbeiten, dass es da entweder am Ende, wenn man durchs Ziel kommt, XP gibt, oder aber Level Up. Oder aber, dass man das Paket unterwegs vielleicht, ich sag mal, bei Level 500 bekommt und dann bei 1000 abgeben kann. Wir können ja mal gucken, ob was drin ist. Es ist nichts drin, okay, und wir kommen jetzt tatsächlich auch nicht mehr raus. Und es gibt noch einen Nachteil mit dem Paket. Wenn wir es uns geholt haben und wir verlassen die Map, ist es weg. Wenn wir jetzt hier auf Spiel beenden gehen und wir kommen in die Lobby, starten die Map erneut, das Paket ist dann weg im Inventar. Das haben wir gar nicht mehr. Wir müssten dann nochmal zweimal rennen, um in den VIP-Room, Secret-Room zu kommen. Das muss der Map-Entwickler ändern, ansonsten XP-technisch fürs Laufen bei 1000 Level Bombe, Baba-mäßig, kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt hier tatsächlich Level 99 gemacht und mehr kann ich dazu einfach nicht sagen. Es ist klasse, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Wenn das der Fall ist, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, lasst Kommentare nach. Schreibt mir in die Kommentare eure Map, kurz von euren Maps. Und ob ich sie gerne mal in einem Video auf YouTube bringen soll. Ich bin ehrlich, ich sage meine offene Meinung dazu, wie ihr seht und hört. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch noch einen wunderschönen Tag wünsche.